Hallo zu einem neuen Video über die Infinity Jamp. Heute geht es um die Funktion Move in Black. Was kann ich damit machen? Wie man unten sieht, habe ich schon mal eine kleine Queue-Liste vorbereitet. Ich fahre jetzt mal in meinen ersten Queue. Hier sind jetzt die Impressions, das sind LED-Washlights, Moving Lights. Weiß im zweiten Schritt werden sie dunkel, also der Dimmer wird zugehen. Im dritten Schritt wechseln sie die Farbe und der Dimmer geht wieder an. Jetzt hätte ich aber gern diese offene Fahrt nicht, sondern ich hätte gern, dass wenn ich im dritten Queue fahre, sie direkt im Blau sind und direkt auf ihrer Position stehen. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann mir die Position und die Farbe im zweiten Queue mit reinspeichern, sodass sie einfach hier schon, wenn der Dimmer auf 0 ist, dass sie schon in Blau auf Blau wechseln und auf ihre Position fahren. Es gibt aber, um das Ganze einfacher zu machen, eine Funktion Move in Black MIP. Ich kann jetzt hier einfach doppelklicken auf Early und den Step auch auf Early setzen. Und jetzt schauen wir uns mal an, was dann passiert. Jetzt fahre ich die Cue-List nochmal ab. So, erster Schritt. Wieder ins Weiße. Im zweiten Schritt sieht man jetzt schon, sie haben jetzt die Position geändert und die Farbe geändert. Im dritten Schritt würde jetzt nur noch der Dimmer angehen. Das heißt, die Konsole nimmt mal diese Arbeit, diesen Zwischenschritt zu programmieren, also den Q2 nochmal zu laden und eben genau diese Werte in den Q2 reinzuspeichern, nimmt man die Konsole ab. Es gibt diverse Move in Black Funktionen, auch nur auf spezielle Cues angewandt oder eben gar nichts. Was ich festgestellt habe, ist, wenn ich nur hier auf Early setze, dann macht er die Bewegung erst im letzten Cue. Das heißt, die Farbe ändert er, aber die Bewegung nicht. Die Bewegung wird nur geändert, wenn der Cue davor auch auf Early setzt. Warum das so ist, kann ich euch nicht erklären. Es gibt derzeit von Infinity auch keine wirkliche Anleitung dazu. Gerade was das mit den Specific Cue auf sich hat. Ich habe da schon ein bisschen rumexperimentiert. Ich finde es nur etwas verwirrend und tue mich nur relativ schwer damit zu begreifen, warum das manchmal angewandt wird oder warum man bestimmte Sachen macht. Aber ich denke, da kriegen wir bestimmt von Infinity in nächster Zeit noch eine Erklärung dazu. Ja, das zum Tutorial zum Thema Move in Black. Ich hoffe, das hat euch weitergeholfen und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.